Ich begrüße euch total recht herzlich zum allerletzten Clip über Covid-19. Die Gedanken sind frei. So, beruflich betrachtet schaue ich jetzt auch mal in eine andere Richtung, um irgendwas zu machen. So, man kann alles hinschmeißen und sagen, ihr könnt mich mal, haben ja einige gemacht. Sie haben alles hingeschmissen, der eine lebt jetzt in Afrika, wo der andere hingeht, weiß ich nicht, das sind so Freischäler, die versucht haben, über das Thema Covid-19/Corona zu diskutieren, zu flankieren. Man kann die Wahrheit sagen, das habe ich im letzten Clip auch gesagt, ich habe jetzt kein Interesse, mich zu wiederholen. Ich habe nur festgestellt, dass unbescholtene Bürger, ganz völlig normale Bürger, die ihr Auto auf irgendeinem Parkplatz abstellen und dann irgendwie ihrer Dinge gehen, ob Kirche oder was weiß ich auch immer. Es ist heute Muttertag, das Video ist heute am Muttertag im Jahre 2021 erstellt worden und man geht ja irgendwo hin und wie gesagt, man begrüßt oder man besorgt, um Muttertag auf irgendeine Art zu feiern oder zu begehen. Na, man geht in den Blumenladen, holt Blumen, gibt der Mama und so weiter und so fort. So, das Fahrzeug muss halt irgendwo abgestellt werden und dann auf einmal auf diesem Parkplatz geht da die Post ab. Plötzlich kommen ganz viele Polizisten, umringen einen, lassen einen nicht raus. Es tobt nämlich gerade hier eine 70-Jährige, die stinksauer ist, dass sie nicht an ihr Auto darf, weil, das wusste sie ja nicht, eine Kundgebung stattgefunden, heute auf Muttertag, eine Kundgebung der neuartigen Partei, die Basis. Meine lieben Freunde, was hilft denn diese ganze Diskussion mit einem Polizisten? Ja. Ein Polizist geht seinem Beruf nach, dafür ist er Polizist, wie meiner einer seinem Beruf nachgeht und mit der Kamera arbeitet. Da kann man auch sagen, lass es sein, was soll das? Zum Beispiel, man kann immer gegen alles sein. Problem ist halt, dass wir leider, ja, weltweit, dass wir leider einem hohen Kapital gegenüber angegriffen werden. Wir, die 1-Euro-Menschen, so sage ich, also wir, die 1-Euro-Menschen, die wirklich darauf achten, was sie kaufen, warum sie es kaufen und erwägen, ob sie es kaufen. Ja. Die anderen kaufen, denen ist das egal, um weiter zu verkaufen, egal. Das ist halt so. Wir haben diese Dreier, wir haben immer drei Blöcke. Der einen Block, den sieht man ja gar nicht. Ne? Die absolut gesunden Menschen, da redet kein Mensch von. Man spricht von irgendwelchen Genesenen, die an irgendwas erkrankt waren und jetzt genesen sind. Und natürlich die Infekten da. So. Obermantel ist ja Geld verdienen. Also spritzen wir alles, damit kann man Geld verdienen. Ne? So. Ein Herr Bill Gates, der 145 Millionen hat, demnächst nicht mehr, weil er da trickreich, was weiß ich. Also solche Menschen, wenn die anfangen mit Scheidungen, dann ist manchmal nur wegen dem Fiskus. Ne? Ja, ist halt so, aber egal, ich will euch nicht die Welt der Wirtschaft erklären, weil ihr wisst ja eh alles besser. So, jeder Zuschauer weiß ja natürlich alles besser. Jeder, der versucht vor einer laufenden Kamera die Wahrheit, nicht als die Wahrheit zu verkünden oder auf den Weg zu bringen, ja, ob ein Herr Bakci ist ja, okay. Also wie gesagt, wir sind wirklich in einem digitalen Angriff. Das Digitale wird jetzt gegen uns verwendet. Jegliche Künstler dürfen wieder was sagen oder sonst wie. Viele Künstler haben dieses Jahr wieder gesagt, nein, machen wir nicht. Ich weiß nicht, wie sie das nächstes Jahr handeln wollen, im Jahr 2022. So. Wir haben gehört, digital natürlich, dass die und die das und das dürfen. Ja, warum tun die dann das nicht? Dann die Genesenen, die Bespritzten, ne, Geimpften, müssen trotzdem Mundschutz tragen und Abstand halten. So, dann gibt es keine Garantie, dass die, die geimpft sind, wirklich tatsächlich auch gesund sind. Dass sie nicht Spreader sind, also Leute, die dann irgendwas Infektiöses von sich geben. Die Garantie gibt es nicht bei den Geimpften. Ich habe jetzt, wie gesagt,
zugehört, ich habe mich beleidigen lassen, ich habe mich angreifen lassen. Ich finde es super, ist okay, ist wirklich okay. Bin ja, wie gesagt, in meinem Beruf involviert, weil nur durch Forschen kann man ja auch in der, also Forschen, erforschen, kann man ja eine Tatsache finden. Und an dieser Tatsache kann man arbeiten und feststellen, aha, da weht der Wind, das ist also der Virus. No? Das ist, wenn man eins und eins zusammenzählt, kommt man ja auf den Nenner. Aber ihr müsst trotzdem immer eine Sache dazwischen sehen. Ja? Denn die Grundbasis einer Fläche ist eine Fläche, Punkt, fertig, aus. So, in dieser Fläche könnt ihr ein Rechteck, ein Quadrat und auch eine Pyramide einsetzen. In dieser Fläche, Punkt, fertig, aus. Wenn ihr irgendwelche Aufgaben bekommt, ihr habt eine Streichholzaufgabe, mit einem Streichholz veränderst du den Körper. Dann sitzt du dann da und ja, nimmst den Streichholz und dann, ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt ja immer so Intelligenzspielchen. Ne? So, die gesamten Intelligenzspielchen, die wir da tagtäglich irgendwie bekommen, um festzustellen, wie klug bist denn du? Ne? Ja, wie klug bist denn du? So, wenn du an irgendwelchen Sachen teilgenommen hast und demjenigen, welchen es nicht gesagt hast, und du bekommst dann solche Aufgaben, du machst das, dann feiert er dich. Der klappt, ah, spitze, aber du hast ja nicht gesagt, dass du schon sowas öfters wie einmal gemacht hast. Um festzustellen, wie du wirklich tatsächlich bist, müsste man das aus dem Stegreif, aus dem Nichts, müsste man was machen, um festzustellen, wer du bist, was du bist und welchen Grad an Intelligenz du hast. Aber wenn man sich vorbereitet, ja, und wenn man schlau ist und Google fragt, kann man auf jeden Nenner kommen. Ja? Ich finde es hochgradig interessant, was hier mit 1 und 0, 0 und 1 gemacht wird. Bit and Byte. Mir ist aufgefallen, dass wir alle auf diese Welt digital langsam hingebracht wurden. Auch meiner einer. Ich liebe digital, ich liebe die Welt der Zahlen, ich liebe das Ganze. Basic, ja? Das Programmieren und das Erstellen und ist halt, es macht unheimlich viel Spaß. So, um eine Geschichte zu generieren, um eine Geschichte so darzustellen, dass sie auch irgendwas hat. Man kann natürlich aufzeichnen, reinhauen, fertig, aus, Mickey Mouse. Aber man kann das Ganze ja auch ein bisschen gestalten, ein bisschen. Ja? Man kann es auch lenken. Man kann es auch so lenken, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja? So, das ist halt so. Das ist an sich unser Leben. Unser Leben ist gemocht oder nicht gemocht zu werden. So. Wenn man gemocht wird für das, was man kann, ist das spitze. Wenn man gemocht wird für das, was virtuell vielleicht ihm zugesprochen wird, Künstler, versteht ihr? Ja. Und ist halt so. Man wird oder man wird nicht, egal was. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass wir im Moment wirklich tatsächlich, jeder Einzelne von uns, wir die 1-Euro-Gesellschaft, wir die wirklich tatsächlich drüber nachdenken, diesen 1 Euro auszugeben, das ist, na, so, der eine hat mehr als 1 Euro und der andere hat viel mehr wie 1 Euro, aber er gehört nicht zu der Masse der Reichen. Die Masse der Reichen quillt über. Ja, die Masse der Reichen quillt über und nimmt sich diese 1-Euro-Gesellschaft, die da jeden Tag denkt, soll ich oder soll ich nicht? Wie komme ich jetzt darauf? Ich komme darauf, weil ich mich ja wirklich tatsächlich bemüht habe, zuzuhören. Ja? Das ist mein Beruf, zuzuhören. Und einige erzählen mir dann, was sie alles machen wollen. Ja? Polizeikessel in Erfurt mit Rechtsanwältin Vivian Fischer. Schön für Sie. Das ist dann jetzt, passiert hier auch noch ein Blödsinn. Ja? So, ich versuche da nochmal. Das ist auch so eine Sache da. Habe ich gar nicht eingestellt, aber macht er trotzdem. Nein, ist egal. So, habe ich wieder in den Griff bekommen. So. Dieses Video ist entstanden an dem Tag des Sieges. Tag des Sieges. 4 Mächte haben unsere Macht fertig gemacht. Am 8. Mai 1945. Und jeder sollte machen, was er will. Waren eingesperrt, etc. pp. Und dann hat die 0815-Gesellschaft,
0815, die Soldaten, ihr wisst schon, mit dem Spaten ab ins Moor und so weiter und so fort. Also die, wir, die Besiegten, wir sind die Besiegten. Punkt, fertig, aus. So, der Achte wurde uns, ich finde es hochgradig interessant, dass Menschen in der Politik dann auch noch als Deutsch, also als geborener Deutsch und dann noch und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Ne? Nestbeschmutzung nennt man sowas. Sie beschmutzen das eigene Nest. Ist so. Und wenn du so sprichst, wie ich jetzt spreche, dann bist du auch einer von den bösen Wichten. Nein. Ne? Ja. Nein, ich überlege nur, was bin ich? So, ich bin ein Geborener hier in diesem und ich bin dieser Sprache mächtig. Ich wurde in dieser Sprache ausgebildet, weitergebildet, schulische Bildung und so weiter und so fort. Gut, ich habe leider nach 50, 60 das Leben schon gesehen als heranwachsendes Baby, Kind. Ihr versteht, was ich meine. So, die 60er Jahre waren für mich die prägnanten Jahre. Ja. Und 70 waren für mich die heranwachsenden Jahre. Und die 80er waren dann für mich als um die 30 schon die Jahre, wo ich lenken kann, wo geht's hin. Also habe ich den Zug des Lebens bestiegen und bin gefahren. So, jetzt bin ich ausgestiegen, weil ich aussteigen musste. Ich durfte also nicht weiterfahren. Man hat mir gesagt, stopp, Sie müssen aussteigen. Sie sind Ü60, Sie dürfen nicht weiterfahren. Tschu. So, jetzt habe ich natürlich hier einen Bahnhof und bin aus dem Bahnhof des Lebens und habe viel erlebt, gesehen und frage mich jetzt, Ü60, was kommt denn da auf mich zu? Ich habe mich testen lassen, ich war im Krankenhaus. Ich bin kerngesund, ich habe also nichts. Man hat auch vieles an mir versuchsweise, ist klar, einen gesunden Menschen nimmt man da was weg, um forschen zu können. Ich habe es also zugelassen. Ich habe zugelassen, dass die Menschen mir was wegnehmen dürfen, damit sie forschen können. Studenten haben mich dann auch gefragt und ich habe den Studenten dann auch meine Antwort gegeben. Ja, dann war die Sache vom Tisch. Ja, Medizinstudenten, wohlgemerkt. So, und jetzt, wo wir plötzlich Corona und was weiß ich nicht haben, stehe ich da und weiß selber nicht, ups, jetzt habe ich plötzlich, 20% macht das Herz nur noch, 8 Tabletten, Diabetes, bis 16,2, ab ins Koma. Man wird dann plötzlich, man setzt sich um 20 Uhr hin und ich setze mich jetzt hier vor laufender Kamera, auf einmal macht es Kick und bin nach 8 Stunden wach. Ja, toll. Das könnt ihr dann nicht sehen, ist klar, weil das schneidet man ja weg. Ne? Ist so. Ihr merkt immer noch nicht, was ich sagen möchte. Ne? Ihr merkt es nicht. Oder ihr wollt es nicht merken. Also, wenn man schon Menschen angreift, aus welch einem Grund auch immer, und ihn beleidigt und ihn niedermacht, dann frage ich mich, warum? Warum macht man das? Warum macht man einen Menschen nieder? Warum beleidigt man ihn? Ja? So genau kannst du keinen Menschen kennen, dass du das Recht hättest, einen niedrig zu machen, einen zu, ne? Ihr versteht, was ich meine? Also dieses Recht gibt es an sich gar nicht. Gibt es auch gar nicht in der Natur. Ja? So, wenn du in das Beuteschema eines Tieres passt, dann musst du auf dich aufpassen. Ist klar, wenn du dann in das Beuteschema passt, greift das Tier dich an. Ist doch logisch. Also nur, wenn er Hunger hat. So. Und wenn wir Menschen auch Beute sind. Und wenn die Menschen jetzt auch anfangen, Beuteschemen, oh ja, der passt in mein Beuteschema, den nehme ich jetzt aus, den beleidige ich jetzt, den greife ich jetzt an, den mache ich jetzt kaputt. Nun, wenn der Mensch auch anfängt mit Beuteschema, dann sind wir arm dran. Weil an sich der Mensch geboren wird ohne Schema. Na, ist egal. Wie gesagt, die Parade des Tages des Sieges ist klar, man hat uns besiegt. Logisch. Ich finde es hochgradig interessant, wenn ich solche Sachen lese wie jetzt, ein Polizist bzw. eine Person klaut dem Polizist sein Auto. Ist klar, dass der Polizist das nicht gut findet, ist ja wohl klar. Dass dann was passiert, ist auch klar. Ja, dass sie versuchen, das Auto wieder habhaft zu werden. Ja. So, einer gibt die Wahrheit. Wir haben einen Kulturkampf. Wir haben einen kulturellen Kampf und Identitätspolitik. Also es geht um
Indikatoren in der Politik. Wo gehöre ich hin? Was darf ich machen? Was soll ich machen? Wie verdiene ich mein Geld? So. So, geheime Bunker im Buchenwalde sind gefunden. Schön für die Bunker. Wir haben so viele Sachen auf diesem Planeten, wir haben so viele Sachen auf dem Mond, aber schauen tun wir den Mars. Das war's.